viel ist es denn draußen? Alexa? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 28 Grad Celsius. Ui, viel zu heute wenig. Abend wird eine Tiefsttemperatur von 16 Grad erwartet. 16? Aber morgen... Morgen soll es doch kälter werden. Heute Nacht kühlt es nicht ab? Hey, 16 Grad ist viel zu viel noch. Wie bei dir sind es 21. Wo lebst denn du? Nicht auf dieser Welt. In welchem Universum bist du denn gespawnt? Das ist ja krass. Mal immer ein bisschen hier scannen. Dann geht's gleich weiter hier. Achso, diese Lichtmittel habe ich immer noch nicht. Also diese Steine auf dem Planeten, die sind echt sind echt sehr tricky. Da kommt man nicht hoch. Ist krass, würde ich mir auch gerne wünschen. Dann könnte man hier entspannt sitzen und keinen Stress haben mit 21. Deutschland. Ja, aber das bin ich auch. Also, was ist mit dir? Ich bin Deutschland. Ah ja, ich verstehe. Ey, wie viele Flora und Fauna Sachen es hier gibt. Wie viel Fauna, Flora und... Was ist denn das für ein Berg? Nee, ich bin ein Mensch. Aber du bist auch Deutschland. Das rieche ich doch bis hierher. Oder ist es der Menschengestank, den ich rieche? Das muss der Menschengestank sein. Ergreift sie. Saugt ihm das Blut aus. Vampire, go! In Schland. Okay, ich bin auch in Schland. Die Vampire werden keinen Tropfen Blut mehr da lassen. Das war's dann mit dir. Kein Blut, kein Leben. So, kann man dieses Schiff, das ist aber nicht mehr gut, ne? Das ist schon, also das ist echt, das Schiff ist nicht mehr. Oh, ich könnte vielleicht diese Quest hier machen. Für die. Wie geil. Lass uns erstmal kurz mal schauen, was hier ist. Oh, guck mal, hier ist so ein Parasit. Weg mit dir. Schade, ich hätte Bock, einfach das Schiff jetzt mitzunehmen, zu bergen und dann zu reparieren. Gibt es ja keinen Eingang. Ist hier alles... Hier, schau mal da. Hier ist der Eingang. Ja. Also diese Schwerkraft auf dem Planeten ist ja fast wie auf der Erde hier. Roblox, ich verstehe. Wie ist denn 1,35 sogar noch schlimmer als auf der Erde? Digga, hier würde ich ja noch fetter sein als auf der Erde. Das nicht, oder was? Ist das nicht so vorgesehen, dass man hier reinkommt? Ich komme mit Jetpack ja auch nicht hoch wegen der Schwerkraft. Und sie hält sich auch nicht fest. Ja, 800 besser als 700, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich komme da halt nicht rein, auch wenn ich hier so ein bisschen hochklettern würde. Das ist nur Verzierung hier. Gut, kein Problem. 7er kann man nicht mal kaufen. Ja. Zum Glück, zum Glück. Besser ist das. Je mehr, desto mehr. Je weniger, desto nicht mehr. Ne, man kennt's. Okay, 5 von 10. Was zeigt dein Scanner? Ja, das Richtige. Das geht dich gar nichts an. Das ist mein Scanner. Hast du keinen eigenen Scanner oder was, Digi? Also mit dir. Okay. Scan, scan, scan. Ja. Okay, da waren wir schon. Ich würde das gerne hier fertig machen. Komm. Haben wir schon? Das
irgendwie so, wie so ein Vulkan hier. Wir waren noch nie auf so einem Börsch. Wir waren noch nie auf so einem Börsch hier. Beryllium auch noch. Darauf habe ich so lange gewartet. Beryllium hier. Beryllium everywhere you go. Always takes a Beryllium with you. Marek, was hörst du eigentlich für Musik? Was hörst du denn für Musik? Boah, was zum Teufel. Wie geil, wir sind ja ganz oben gleich. Hardstyle. Oha! Geil! Super Geschmack. Ohne Scheiß. Die macht es wirklich mit dir. Beste. Feier ich. Krass, dass man heutzutage Leute trifft, die sagen, sie hören Hardstyle. Sonst immer nur Hip-Hop hier, Hip-Hop da, Deutschrap, Müll und alles. Also sehr geil, aber Hardstyle Main, Mann. Geil. Oha. Jetzt kann ich dich schon fast leiden. Na, nicht richtig, aber so ein bisschen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite vom Börsch runtergehe, oder ist das nur... Das ist keine Pflanze mehr, ne? Ich wusste, dass ich mir noch was breche. Keine Tiere auf dem Planeten irgendwie. Okay, das haben wir. Das haben wir auch. Noch zwei Dichtmittel haben wir es geschafft. Das ist eine Quest, dass ich Dichtmittel sammeln muss für Dr. Darvish. Und ich habe die Quest schon ewig. Also ich habe viele Quests ewig, aber ich hätte es vielleicht schon längst abschließen können, da ich die Dichtmittel ja auch im Raumschiff habe. Aber jetzt so direkt jetzt hier. Was ist denn das? Water. You water, my friend. Boah, schau mal, wie geil hier Sonnenuntergang. Krasse Scheiße. Ich brauche noch ein so ein Teil. Dann haben wir's. Dann können wir hier weg von dem Planeten. Wir gehen lieber da unten. Und das ist wahrscheinlich ja was zu finden. Ah ne, das müssen wir auch noch scannen hier. Das mächtige Seil. Ich höre aber immer irgendwelche Tiere rumlaufen. So. Es gab hier nur Parasiten bis jetzt auf dem Planeten. Aber Parasiten sind ja auch Tiere, also. Everywhere you go. Always take the vase with you. So. Perfekt. YouTube-Bäsche, da findest du jeden Tag sehr viele Videos. Von Let's Plays, Gameplays, YouTube-Shorts, jeden Mist hier. Autorennen, Survival, MMORPGs, alles. Sehr gute Entscheidung. Egal, wo man hier hinläuft, ne? es sind immer Berge irgendwie. Ich mag das nicht mehr. Wir sind zwar auf einer Mission wegen Adrija, aber wenn wir mal zwischendurch mal sowas machen hier, wir werden bestimmt nochmal vielleicht nur, also mehr farmen als sonst, aber so wie das Spiel jetzt so verläuft, mag ich das. Ich loote die Waffen, die Tropfen, schau, ob die besser sind als meine, dann tausche ich die aus oder nicht. Hier eine Quest, da eine Quest. Alles durcheinander. Hauptsache am Schluss haben wir dann alles abgehakt. Besser 1000 Quests, als wenn wir nichts mehr finden würden. Und ich bin gespannt, was für Mods kreiert werden, wenn das Modpack halt rauskommt. Noch ist es ja nicht da. Noch sind die Mods halt so. Irgendwie. So hast du. Vielen herzlichen Dank. Das ist meine Ehre. Und ich da auch viel Spaß bei den Folgen hier. Siehst du etwas Nützliches? Ja, du bist das Nützlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. So.
So. Ich sehe gerade deine Shorts Cover und denk mir so, ui, das kann ja was werden. Ja, dann, wenn du, also Shorts habe ich erst vor 3 Tagen angefangen. Wenn du TikTok siehst, ist es noch viel wilder. Ich tue die Shorts ja, also die TikTok auf Shorts teilweise. Ich kann aber nicht alle drauf tun. Also TikTok. Also lieber nicht ansehen. Ich mache ja Werbung, aber naja, besser. Es ist halt einfach das Nachgemachte von TikTok. TikTok ist in dem Sinne besser. Du kannst auch mit mehr Musik und sowas mehr machen. YouTube ist immer sehr, sehr gefährlich. Also, die TikToks sind schon 10-mal geiler. Sag ich. Kann halt die ganzen TikToks nicht einmal auf Shorts laden hier. Es ist im Endeffekt das Gleiche. Also, man kann gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Die Leute posten die identischen Videos auf beiden Plattformen oder überhaupt auf den Plattformen. Ob jetzt YouTube oder Instagram Reels oder TikTok, es sind halt die gleichen Videos. Ich kenn's ja. Nur auf TikTok kannst du halt ein bisschen mehr mit Musik machen. Oh du Scheiße. Oh nein. Ja, das würde ich, habe ich, ja, heute früh 6.05 Uhr war die Planung, ne, von dem. Ja, also wenn dir das schon gefällt, ich habe noch viel mehr Blödsinn gemacht. Da musst du TikTok gucken, weil auf YouTube Shorts kann ich den Blödsinn nicht hochladen, wegen Musikrechten. Also wenn du das schon lustig findest, ich weiß ja auch nicht. Oh mein Gott. Ja, mit Fernbedienung ist halt so eine Sache. Ja! Din. Sieht man aber nicht so gut mit der Cam, aber passt schon. Ich muss es mal hier machen. Din. Weißt du? Müsste ich mal hier auf der Cam machen, mit ein bisschen mehr, dass man den mehr sieht. Aber ist halt, dieses Format ist halt nicht das Geilste, wenn man so nah dran sitzt. Komm schon, ein so ein Ding noch, dann hätte ich's. Komm. Muss doch irgendwo noch was geben hier. Die ganzen Pflanzen. Damit wir hier weg können. Genau, und die anderen typischen, sag ich mal, Tänze. Kannst du dir auf TikTok anschauen. Da ist das Gags.tv, weil Gags.tv war schon vergeben. Echt so, ich finde keine einzige Pflanze mehr. Ich brauche doch im Endeffekt nur noch ein paar. Nur noch ein bisschen. Ah, hier ist was. Sogar die richtige, die linke. Noch eins, dann haben wir's. Lag gerade neben mir, was soll ich sagen? Ich wollte das unbedingt machen und die lag gerade neben mir. Das war mein First Try. Das war einfach mein First Try und fertig. Ich dachte mir, komm. Komm. Den nehmen wir. Hast du auch Haare? Was zum Fick? Was ist das für eine Frage? Bitte was? Bitte nochmal. So viele Berge, Alter. Komm, wir gehen mal dahin kurz. Wo soll ich denn Haare haben? Geh bewusst mit Lebewesen.
ist ein Schatz. Oha! Was ist das? Du bist ein Schatz. Okay. Bin ein paar Meter weiter geflogen. Ich hoffe, dass ich die... Ah, da ist die andere Pflanze. Da, bitte, bitte, bitte das letzte. Dann komm mal weg. Please, 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 please. Komm, 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 komm. Haben wir. Yes, geil. Ah, dann kann ich das auch noch scannen. Komm, scannen den Hammer auch. Jawohl. Das ist ein Zungengesicht. Ja? Okay, dann gehen wir. Okay. Wir haben's. Warte, wir gehen hier hin. Ich beantworte die Frage einfach mal nach ja, Hare Main. Wo ist denn das mit diesem Ding? Wenn du Hare hast, warum dann noch eine Fernbedienung? Ja, je mehr, desto besser. Weißt du? Man tut doch heutzutage alles steuern per Sprache. Früher war klassisch Fernbedienung und ich ist halt so, also, weißt du, ich drück drauf, dann gehen die Haare höher und tiefer. Meine Haare sind mobil, also mobil, dass man sie auch wegnehmen kann, aber auch, die können sich bewegen wie so Roboter. Ja, das auch. Das Casting, offene Fragen, letzte Worte. Fundsachen, nee. Sprich mit Undercover, Plutonium unter den Kulissen. Wenn ich jetzt gesehen hätte, wie diese Quest heißt hier. Ewige Reise. Vectra. Finde neue Stories für Sin. Letzte Worte. Hör dir die Audioslate. Analysiere. Orte. Kraft. Nee, Kraft, Kraft, Kraft ist nicht. Schatten in Neon. Sprich mit Daniel Blake. Gleich, offene Fragen, sprich mit Gefängnis, was, mit Gefängnis, Casting, töten, töten, liefere, Kupfer, Ecke, im All, töte, rette, geteilte, Scheiße, wenn ich das jetzt nicht finde, ich tu die Dinger dann wieder verkaufen. Fraktion, Undercover, Sonstiges. Geteilte Loyalität zum Bau. Casting. Offene Fragen. Ich will das, wo dieses Dichtmittel abgegeben werden muss. Na klar. Das ist das Standardprozedere. Bio muss sein. Töte. Ja, da sind halt die ganzen Links drin. Da sind die ganzen Links drin, die du findest. Hier für den Kanal, hier für TikTok, für Twitter und für alles Mögliche. Weiß ich nicht. Ah, hier. Hab ich. Setzen Sie Kurs nach Dr. Darwish. Steuermann. Hi, Captain. Kurs gesetzt. Mit wie viel Warp? Maximum Warp. Wir müssen schnell dahin. Bereit, wenn Sie es sind. Energie. Kein Problem. Gut. Dann Scheißdreck ist deine, meines Main. Ich habe da, glaube ich, zwei verlinkt. Ich habe momentan eh noch eine andere, als die da ist. Die zwei Mäuse, die da sind. Habe ich drei? Habe ich nicht. Logitech, die habe ich hier. Diese G903.
Dann habe ich die Corsair verlinkt. Ist auch hier irgendwo. Und die Razer, glaube ich. Die habe ich auch getestet, aber die habe ich nicht mehr. Und jetzt ist gerade noch eine andere, die ich habe hier. Ich habe, glaube ich, die G502X plus minus geteilt durch. Oder so ähnlich. Was hast du denn für eine? Da bin ich ja mal jetzt gespannt, ob deine wirklich besser ist. Du musst beachten, dass ich hier kein T-Shirt habe, lol. Dass meine so Hände riesig sind. Gute Arbeit. Bin ein riesen Kerl mit einem fetten Bratzen. Und viele Mäuse sind mir zu klein. Ich brauche lang und Dingsbums. Ich musste noch nie hier behandelt werden. Eine Razor-Beeper klingt klein. Können wir gleich mal schauen. Ich habe nämlich, also wie gesagt, riesen Hände und ich brauche wirklich große Mäuse, sonst sind die mir zu klein. Mal vorstellen, Riesenbratzen. Wenn du so eine Maus nimmst, dann verschwindet die einfach in der Hand. Sieht man gar nicht. Hallo, ich habe dein Dichtmittel nach selbst zwei Jahren. Selbst ohne irgendeinen Ausbruch ist es schwierig, den Laden hier zu schmeißen. Wenn wir hier einen Patienten heilen, heißt das, dass in Zukunft noch Dutzende oder Hunderte andere gerettet werden können. Super, so will ich das hören. Für mich war free. Freut mich, das ist geil. Wenn du eine Maus gefunden hast, die dir deinen Ansprüchen entspricht, ist immer selten sowas. Ich komme mit wenigen zurecht. Tatsächlich, danke. Das wird unsere Forschung weiterbringen. Sehr gerne. Dichtmittel entfernt. Liefere Plutonium nach Mars. Nein, ich liefere Plutonium nicht nach Mars. Ich kümmere mich jetzt um Andrejas Quest wieder. Jedes neue außerirdische Pathogen, das wir entdecken. Aber die Frage ist, hat sie Geld, das ich klauen kann? 979 Credits hat er. Du wirst dich wundern, wie oft ich erklären muss, dass Tech-Updates Priorität haben sollten. Natürlich haben Tech-Updates Priorität. Damit kann man den Menschen besser, schneller helfen. Hat geklappt, geil. Hat sie noch Geld? Ne, die habe ich schon geklaut. Gut, dann gehen wir wieder los. Hat er noch oder hier sie? Hier wird's nie langweilig. Ne, habe ich schon geklaut. Schön. Er? Lass dich hier auf keinen Fall von jemandem anwiesen. Sonst können wir dich nicht mehr gehen lassen. Ja. Wie viel Inventar haben wir noch? Oh, 2 Kilo, dann haben wir Übergewicht. Wir könnten mal kurz verkaufen gehen. Wir sind eh hier in der Nähe. Was ist denn das? Wir könnten mal kurz verkaufen gehen. Oh, ich habe ja auch noch Schmuggelware. Oh mein... Boah, ich muss hier weg. Ich habe Kopfgeld 1500. Why? Was habe ich? Okay, scheiße. Dann kann ich da nicht hin. Dann muss ich erstmal nach Hause. Da muss ich erstmal zur Erde. Wir sind am Sonnensystem von uns. Oh. Ich habe hier Schmuggelware. Ja, Moment. Ich muss mal kurz bei meinem Zuhause landen. Warte. Steuermann, setzen Sie Kurs nach Hause. Sie wissen schon, wir müssen Sachen und Dinge loswerden. Kurs festgelegt, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Energie. Oh, bitte kein Scan. Okay, bitte kein Scan. Sieht aber nice aus, die Maus. Und hat krasse Werte, Marek. Wahnsinn. Also ist schon strong. Wenn ich, wenn ich kleinere Hände hätte, hätte ich bestimmt auch so ganz wildes Stuff. Aber viel zu große Latschenhände. Erstmal gehen wir zu uns nach Hause. Das ist unser kleines Häuschen. Ich müsste mal ein Bett hinstellen. Die wir jetzt angesehen haben, war die nicht schwarz? War die nicht ganz normal schwarz-grün von Razza? Schön Teil des Teams. Zerstöre die Crimson Fleet. Ja, machen wir immer. So und dieses Gelb und so. Ach so, alles ja, das macht doch nichts. Ganz gut, Captain. Kopfgeld begleichen. Leider hindern uns die örtlichen Bestimmungen daran, unsere Dienste innerhalb des Gebiets der United Colonies anzubieten zu können. Bitte kontaktiere die Behörden der United Colonies um mehr rechtliche Probleme. Oha! Was habe ich denn gemacht? Ich bin doch immer ganz brav.
Man sieht ja die Maus nicht, wenn man die Hand drauf tut, weißt du? Von daher passt es ja. Ja, ich war immer ganz brav. Jederzeit gerne. Warst not brav, what? Okay, wir riskieren. Wir riskieren es mal. Hier ganz fett Kopfgeld steht. Oida. Hier. Ich hoffe für dich, dass du auch brav warst. Energie. Ich muss das immer sagen hier. Steuermann, machen Sie hier, machen Sie dies. Das ist ganz wichtig für Energie. Für die Immersion. Um das zu leben, erleben und zu spielen. Perfekt angedockt. Ich liebe Kaffee. Aber noch viel, viel besser finde ich es, was über dich zu lesen. Ja, dann lies ein Buch leise und halt die Schnauze. Also, lies leise das Buch, Digga. Was ist mit dir? Was ist denn mit Ihnen? Weiß ich nicht. Falls sie nicht dort ist, weiß bestimmt jemand über sie Bescheid. Hör dich nach Jada um. Ich kann halt mit den Behörden hier nicht sprechen, aber auf dem UC Security, komm zurück, sofort! Du machst es nur noch schlimmer für dich. Halt! Im Namen des Gesetzes! Nein, ich will. Du machst es nur noch schlimmer für dich! Ich war es nicht, Digga, das war der andere neben mir! Das war der Merrick! Er war's! Ich war es nicht! UC Security! Halt! Sofort! Nein! Oh mein Gott! Keine falsche Bewegung! Keine Sorge, ich mache keinen Ärger. Du kriegst mich nicht lebend. Ah, du kommst Scheiße mit. Wir beschlagnahmen alle Schmuggelware und alles Diebesgut in deinem Besitz. Okay. Chill. Och, die ganze Schmuggelware. Ja, das ist aber jetzt fies. Nur wegen dem Kopfgeld? Bin ich auf New Atlantis oder was? So ein Schmutz. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir hin, oder? Nehmen wir hin. Nehmen wir hin, meine Freunde. Was willst du machen? Sie haben mich erwischt. Sie haben mich erwischt. Wegen Kopfgeld haben auch meine Schmuggelware konfisziert. Ja, aber ich weiß auch nicht, wo ich das hätte hinfliegen sollen können. Aber wir sind schon wieder auf freiem Fuß. Wir haben 1500 Credits haben wir gezahlt und haben dann, ja, volle Energie hier. Antwort vom Bau. Andockerlaubnis erteilt. Willkommen im Raum der UC. Du weißt, der Marek geht hin und macht komische Sachen. Wir müssen es ausbaden. Was denn? Also, was? Gut. Ich weiß ja nicht. Die Luftschleuse und an Bord. Da muss ich ja schon mal sagen, das ist schon frech. Komm schon. Das ist schon frech. Was kann die Handels... Gewiss. Die kann die Scheiße kaufen, die ich gelootet habe. Ich sag's dir, mein Freund. Da Munition. Messer, nope. Nein. Nein. ...198 DPS... fügt Gegner mit voller Gesundheit doppelten Schaden zu. Da wäre halt der Opener geil. Kopfschuss am Anfang, tot. Ja, aber jetzt hier, nee. Wir nehmen jetzt nicht noch eine dritte Waffe da. Nova Blaster ist wieder so ein Betäubungsding. Halten wir nicht, haben wir schon einen. Der hat nicht... Echt? Sind wir... Oha!
Aber so tolle Sachen verkauft, dass wir schon 11k bekommen haben? Eigentlich tratsche ich setz mich jetzt 48 Stunden auf den Stuhl. Informationen hast, bin ich ganz oben. Ich habe Lust, auf dem Stuhl jetzt 48 Stunden zu sitzen. So, ja. Und dieses Sitzvergnügen ist einfach geil, weil 48 Stunden auf deinem Stuhl zu sitzen, easy. Easy peasy going. Easy peasy going. Auf dem Stuhl sitzen wir. Sitzen wir hier und laufen nicht weg, weil sonst ist alles Dreck. Ja, genau. Okay. Denn, wenn wir hier sitzen, oder währenddessen wir hier sitzen, geht der Händler zur Bank und hebt wieder Geld ab oder Credits ab, damit er noch mehr Waren von mir erwerben kann. Denn durch diesen Erwerb der Waren gibt er sein Geld ab und ich bekomme das Geld. Ist er? Und wenn ich Geld bekomme, wenn ich meine Waren verkaufe, habe ich unter anderem mehr Geld, das ist logisch, und mein Inventar wird leer. Ich habe weniger Masse und kann danach wieder noch mehr looten. Also Win, 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 Loss, Win und LMA und so, ne? Man kennt's. Always take the weather with you. Überall, wohin du gehst, nimm das Wetter doch einfach mal mit. La 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 la. So, noch 8 Stunden und dann sind wir wieder geil. Dann sind wir wieder geil. Und der Händler ist flüssig. So, 1-0. Bisschen überraschend, oder? Hier draußen am Rand des UC-Raums. Aber es ist einfach wir so... Wir haben jetzt zwar ein bisschen Kohle verloren und ein bisschen dies, das, aber... Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal... Kann ich behilflich sein? Ich glaube, ja, natürlich. Jetzt beklaue ich dich wieder. Waffen... ja, das nicht... Munition, wir waren hier. Cutter, da waren wir. So, das behalte ich. Okay, gut. Dann Anzüge. Das ist... Ich behalte, der ist so krass. Also die Werte sind heftig da. Viel besser als meiner. Aber das sind halt andere Perks. Und jetzt zu vergleichen, abzuwägen, gar kein Bock, Digi. Was ist denn Dash Boost Pack Kapazität? Boah, das ist ja auch in allem besser, außer Strahlung. Hey, Varun-Sachen sind schon stark. Ja. Nee, weg. Kleidung. Hey, ich tu das auch weg. Mit Überzeugungschancen, alles ist mir jetzt egal. Ich will halt im Endeffekt. Ja, schwer zu entdecken, wurscht. Ich will einfach nur einen Anzug haben und fertig. Das ist mir alles zu kompliziert jetzt nach aller Zeit. Einfach nur ganz entspannt. Wenn dann später, geht's eh besser, das schätze ich mal. Ich bin ja mal gespannt, wann ich mal wieder was bekomme, das wirklich... Das tue ich auch weg. Was bekomme, was wirklich besser ist als meins, was ich habe. Ich habe ja das sehr, sehr lange, diesen ganzen Stuff. Okay. Erste Hilfe haben wir. Notizen. Haben wir nicht alle gelesen, aber nicht so schlimm. Na, oh, ich habe mich verklickt nochmal. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es jetzt mich wissen. Nicht vergessen, es gibt auf der auf ganzen Verkaufen Station zu gehen. Ressourcen und sonstiges. Ich habe wieder eine Menge gelootet hier. Ich hoffe, jetzt genug Gold, damit wir nicht nochmal 48 Stunden warten müssen. Aber Dietrich habe ich nur noch 19? Boah, ich hatte mal 50. Krass. Gibt es denn sowas zu kaufen? Alles Dietrich. Nö. Die heißen nicht anders. Kann man dir irgendwie helfen?
Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Hat der Dieter? Nee, hat er nicht. Nope. Ich habe überall Dieter, aber ich hatte doch 50. Habe ich so viele verbraucht? Im Weltall? Brauche ich für jedes Ding, was ich rein tue, einen Doc? Boah, ich habe so viel aufgemacht. Nicht mal die Crimson Fleet vertraut ihnen. Was denn mit dir? Im Privatsektor, da gibt's das große Geld. Bist du so jetzt so, also, was bist denn so? Bist du so unzufrieden mit deinem Leben, dass ich jetzt wieder Energie sagen muss, oder was? Kein Problem, kriegen wir hin. Okay, dann geht's weiter mit unserer Quest geteilte Loyalität, oder? Reise zum Bau. Hörte dich nach Jada um. Ja, wir sind ja hier. So, wir wurden ja festgenommen. Stimmt, wir wurden ja festgenommen. Ich sollte dankbar sein, dass es hier so ruhig ist. Sie hat noch Credits. Das macht mich nur nervös. Das geht nicht. Jetzt hat sie keine mehr. Und jetzt? Ist nur eine Frage der Zeit, bevor ich hier wegbefördert werde. War ich schon mal hier? Hast du noch Credits? Du hast noch 976 Credits, das geht nicht. Ich kann mit diesem Geld mehr anfangen, es besser einsetzen als du. Okay. War ich hier schon mal da hinten? Ich hab mir das gar nicht angeschaut. Ja, komm, Bissi. Du kannst nicht in einem fremden Bett schlafen. Natürlich kann ich das. Das mache ich die ganze Zeit im Spiel, von Anfang an. Ich schlafe nur in fremden Betten. Und jetzt sagt das Spiel nein? Okay, ich wusste, es gibt Grenzen. Ich dachte, es wäre ein grenzenloses Spiel, aber es gibt ja wirklich Grenzen. Okay, was geht? Wir haben für die Vanguard und die UC keine Priorität, aber trotzdem muss man das Gebiet beschützen. Ich suche Jada Huang. Huang? Echt jetzt? Ohne Scheiß. Es gibt hier mindestens drei andere Piloten, über die ich eher Beschwerden erwarten würde. Ja, aber keine Beschwerden. Zuallererst muss ich dich darüber informieren, dass es bei der Vanguard ein formales Überprüfungsverfahren gibt. Es kann also eine Weile dauern, okay? Also, worum geht es bei deiner Beschwerde? Doch keine Beschwerde. Gibt es viele Beschwerden über eure Piloten? Erstmal so allgemein. Das hier ist nicht Alpha Centauri oder so. Wir sind nicht gerade im Zentrum der United Colonies. Okay. Hier draußen okay. sind die Leute für die ordnenden Kräfte der Vanguard weniger empfänglich. Mit der Vanguard hat das nichts zu tun. Es ist was Persönliches. Ich muss dringend ich muss sie dringend ausfindig machen. Ich will mich nicht beschweren, bloß reden. Oh, da bin ich erleichtert. Jada ist nicht hier, schon seit einer Weile nicht mehr. Sie ist... Nun ja, sie ist einer geheimen Fährte auf der Spur. Oh, dann kommen wir ja auch auf der Spur. Bin nicht sicher, ob ich mehr verraten sollte. Überzeugen. Wenn... wenn ich weiß, dass sie Falun-Fanatiker jagt? Dann würde ich mich fragen, woher du das weißt. Und ich würde noch stärker an deinen Absichten zweifeln. Oha! Hier ist jemand bei mir, der schon seit sehr langer Zeit sucht. Komm, überzeug mich mal. Ich kann das nicht einfach so rausposaunen. Ja, erzähl doch mal. Wir finden schon eine Lösung. Ja, kenne ich. Geschafft. Schätze, es gibt Schlimmeres. Jada war vor einer Weile hier. Okay. Sie war ganz aufgeregt wegen einer heißen Spur. Was passiert? Seit sie bei uns ist, geht es ihr um diese Fanatiker. Doch so war sie noch nie drauf. Oh, sie wollte ins Groombridge-System, um sie zur Strecke zu bringen. Mann. Sie war wie besessen. Und wer Jada kennt, weiß, was das bedeutet. Groombridge ist wild. Sei vorsichtig, falls du ihr folgen willst. Wahrscheinlich stürzt sie sich in irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, dachte ich mir. Also, und wir stürzen uns nicht in Schwierigkeiten? Guten Flug. Wir machen nichts anderes, okay. Kaum erwarten, bis ich versetzt werde. Ich sollte ne... Vorhin war, dass ich noch dem Barkeeper sprechen hätte können. Der hätte es auch gewusst. Aber das Ding ist, hat er vielleicht wieder Geld? Nee, das bleibt anscheinend so. Na gut, dann bin ich ja weg von hier. Wo geht's hin? Begib dich zu Jadas letzten bekannten Aufenthaltsort. Steuermann, Sie wissen Bescheid. Jadas letzter bekannter Aufenthaltsort. Ich hoffe, Sie haben gut zugehört. Setzen Sie den Kurs. Maximum Warp. Wir müssen schnell dahin.
Energie. 79 Lichtjahre, das ist wild, ey. Unbekanntes Schiff, Sie haben hier nichts zu suchen. Was sind Ihre Absichten? Wer zur Hölle sind Sie? Was machen Sie hier? Ist sie das? Wir müssen uns unterhalten. Oh, Andreja ist bei mir. Wir haben dich gesucht. Ihr habt was? Andreja. Das muss ein Witz sein. Ausgerechnet jetzt müsst ihr hier auftauchen? Ja. Scheiße. Verdammt nochmal. Ich erfasse mehrere Schiffe. Wir können nicht mehr fliehen. Hoffentlich seid ihr kampfbereit. Oh, warte, ich muss kurz was trinken. Stopp! Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt gibt's noch Gequatsche, Gebla und Blub. Muss sogar mein Drinking aufhören. Mal die Kamera umschalten, dass ihr dann meine Dinge seht hier, meine HP und Schild und... Ich muss mal kurz gucken, was... Ja. Moment. So. Ne? Gut. Hier 15 Schiffe muss ich zerstören. Das habe ich immer noch nicht gemacht, seitdem Speck oder was. Im Speck meine ich. Boah, chill ganz ruhig. Die Hölle hält. Kann nicht springen. Ich muss durchmanövrieren, dass er sich so einfach trifft hier, oder? Schilde wieder auf 100%, Captain. Ja, wegen dir. Andreja will Wiedergutmachen leisten für die Vergangenheit. Ja, aber das ist doch nicht so einfach. So einfach so Wiedergutmachen, so aus dem Nichts und her. Das ist echt, nur weil sie das möchte, begeben uns alle in Gefahr. Wir wollten wissen, ob es dir gut geht. Wir haben die dahinter gerettet. Ein kleines Dankeschön wäre nett. Erstes Nach passt. Nach 10 Jahren Funkstille? Verzeiht, aber das ist schwer zu glauben, wenn nicht sogar verdächtig. Jetzt aber... Mein Grafantrieb ist im Eimer. Ich Tja, unsere geht noch. Falls das noch möglich ist. Ihr hättet mich wegblasen können, aber das habt ihr nicht getan. Was genau führt ihr im Schilde? Ja, was Wenn ich schon gesagt habe. Kommt rüber und erklärt euch. Aber oh. Ihr solltet wissen, dass ich bewaffnet bin und auf eure Köpfe ziele. Same. Gut, dann docken wir mal an. Ich würde aber erst gerne noch diese restlichen Sachen hier einsammeln. Die wir hier abgeschossen haben. Okay. Eins haben wir noch, dann können wir andocken, my lady. So. Unser Boost ist gerade leer. Können aber gleich wieder nutzen. Und zwar jetzt, volle Energie. Okay, wow. Ja, jetzt sind wir ready. Anvisieren. Hi. Was geht? Spielerfassung. Tach. Das nochmal ein Escape-Druck, wo es auch selten im Spiel. Langsamer werden. Langsam. Und andocken.
Ein super Steuermann haben wir. Luke entriegelt. Wir sind angedockt. Alles klar. Einsteigen, aussteigen. Er hat automatisch gespeichert. Wir speichern auch. Die hält Waffen auf uns. Wir sind mal friedlich, aber schauen, was vorher noch so abgeht hier. Gut, hier ist eh nichts. Okay, dann schauen wir nicht. Oha, chill. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Nicht leicht? Ist das dein Ernst? Echt jetzt? Du hast uns verraten und meine Freunde getötet. Oha. Dann tauchst du 10 Jahre später auf, als sei nichts gewesen. Oh, jetzt gibt's Familienkrieg hier. Bist du irre? Willst du mich verarschen? Ja, ohne Scheiß, würde ich genauso reagieren. Und was zur Hölle bist du? Die zweite Geige? Ich bin nur so da? Also, beruhigen wir uns erst einmal alle. Wir wollen bloß reden. Ich gehöre zu Andreja. Das ist alles. Ging mir früher auch so. Du siehst ja, was daraus geworden ist. Warum bist du bei ihr? Du siehst mir nicht nach Haus Varun aus. I'm in love. Totally in love. Wir hassen die Fanatiker genau wie du. Wir können uns gegenseitig helfen. Andreja war um dich besorgt. Wir suchen nach allem, die damals den Hinterhalt überlebt haben. Passt alles. Warum? Damit ihr es zu Ende bringen könnt? Eine Zeit lang redete ich mir ein, dass es reiner Zufall war, dass du zu Beginn der Schießerei fort warst. Dass du längst weg warst, als der Staub sich legte. Ich sagte mir, dass es unmöglich du gewesen sein konntest. Ja, wer denn meine sonst? Meine Freundin. Ja. Nicht nach all den Jahren. Also jagte ich den Fanatikern hinterher. Okay. Doch dann fand ich es heraus. Dein verdammter Hoher Rat hat den Fanatikern gesteckt, wo wir zu finden sind. Oha, das ist ja frech. Doch. Doch? Ich muss dir gar nichts zeigen, Andreja. Ich weiß, was ich gesehen habe. Man hört sie gar nicht. Sie ist gar nicht da oder ist gar nicht in das Schiff gekommen. Ihr hattet mit Haus Varun kollaboriert? Warum sollten sie euch töten? Ich glaube nicht an Andreas Beteiligung oder die des Hohen Rates. Wenn du so sicher bist, dann zeig uns den Beweis, überzeug uns davon. Fragezeichen. Weil wir ein Risiko darstellten. Wir kannten Namen, Orte, Dinge. Sie vertrauten uns nie. Wir okay, waren verstehe. Bloß etwas, das beseitigt werden musste. Überzeug uns davon. Ich habe nichts Genaues. Aber? So funktioniert es nicht. Ja, wie denn dann? Ich reimte es mir über die Jahre zusammen. Okay. Slates, Gesprächsprotokolle, Verhöre. Thomasar Kadik. Kadic. Das ist der Dreckskerl die vom Drecksau. Hohen Rat. Er hat den Fanatikern geholfen. Kopfschuss. Hä? Aaron? Nein. Mit dem habe ich seit einem Jahr nicht da geredet. Da ist gar nichts, das ist irgendwie so wie halt falsch. Wie kommst du darauf? Ich werde sie weiterjagen. Ich bin so weit gekommen, da gebe ich jetzt nicht auf. Du willst einen Beweis? Die haben ihn. Glaubt ihr etwa? Ihr habt gewonnen. Oh. Das ist er. Das ist der Drecksack, der den Hinterhalt gelegt hat. Gehört zu, oder? Wenn ihr die Wahrheit sagt, dann schaltet ihn mit mir aus. Das Sonst Ding muss ist... ich euch beide vernichten. Geht zurück auf euer Schiff. Die ist gar nicht hier, die Andreja. Kehre mit deinem Schwierig mit der JJ. Du spazierst hier jetzt. Ich fass es nicht, dass du hier einfach so aufkommst. Sind die einfach ihr Schiff kapern? Geht das nicht? Darf ich das nicht? Habe ich schon mal so aus Versehen gemacht? Ja, ich darf nicht. Sorry. Credits, okay. Schade, dass dann Andreja nicht da wäre. Es wäre bestimmt eine hitzige Diskussion geworden nach 10 Jahren, aber... Irgendwie... Heute freue ich mich in dem Wissen, dass die große Schlange mein Schiff und meine Crew gesegnet hat. Okay, was ist das? Warum sonst sollte sie mir den ja, du kannst deutlich schlimmer erwischen als bei der Constellation. Damals überbringen, das entkommene gerechte Opfer. Euer jämmerlicher, hoher Rat hat die Sache der großen Schlange verraten und euch ausgeliefert. Okay, okay. Um für seine eigenen Will. Sünden zu büßen. Wie hast du denn lebt? Ich habe immer geformt, dass ihr eurem verdienten Schicksal entkommen seid. Doch jetzt nicht mehr im Namen der Schlange. Aber können wir dich noch verhören oder so? Gott, cooles Schiff, Mann. Universum tilgen.
durchs Tilgen. Wir müssen die so erschießen in dieser Sicht. Ey, Digga, jetzt ist der andere da. Die andere. Besiege Camp Fanatiker, sprich mit Andrija. Moment, stopp, da ist noch was. Aber ich glaube, ich habe keinen Platz für das Ding, oder? Ist das Schiff nicht auch bald Frachtraum voll? Komm schon! Jetzt ist Frachtraum voll? Kommstation. Schade. Schade, schade, schade. Wir müssen hier mal kurz aussteigen. Frachtraum voll, da habe ich eine Idee. Hast das echt cool gemacht. Dankeschön. Hi. Also ich meine, hi, ich meine, es ist nett hier, aber... Frachtraum. Ressourcen. Dann I, Ressourcen, alle, ja. So, jetzt legen wir alles dahin und sammeln das später ein. Ich will die zwei Teile schon mitnehmen. Wenn ich schon so ein Main-Schiff zerstöre, will ich es auch mitnehmen. Wie viel habe ich denn genommen, ey? Ich wollte nur teilnehmen. Ich wollte doch nur teilnehmen. Okay. Gut. Also, muss jemand anders aufräumen. Frachtraum. 100. Okay, hat sie wieder Platz. Hallo. Servus. Grüß dir, was geht? Die Dokumentation über dein Leben wird ein Film? Und wer wird mich eigentlich spielen? Vielleicht. Ich werde dir einen Kopfschuss geben, dann spiele ich gar keine mehr, Digga. So ein Ding. So, haben wir jetzt Platz? Jawohl, gut, dann. So, wir müssen mit Andrija quatschen. Was ist eigentlich mit ihr? Lass es nochmal andocken hier. Lass uns einfach nochmal andocken hier. Jetzt haben wir den erledigt. Schön, wie sich die Luken. Andockmanöver abgeschlossen, Captain. Wo ist Nach eigentlich? All der Zeit. Andrija. Das Schiff ist jetzt nicht so groß. Warum ist das? Gestohlene Ware. Achso, weil ich jetzt in ihrem Schiff bin auf einmal, oder was? Ich fass es nicht, dass du hier einfach so aufkreuzt. Warum bin ich denn? Achso, ich bin ja ausgerechnet. Ich muss erst mit der Reacher sprechen. Sorry. Ich wollte nur aufstehen und nicht in das andere Schiff rein. Wo bist du denn? Andrija, hallo? Schlimmeres. Kann ich helfen? Nee, was ist das? Sagt die Quest? Ja. Die Quest sagt, sprich mit Andrija. Aber wo ist sie denn? Wenn ein Grafantrieb summt. Warum muss ich auf dem Piloten sitzen? Verstehe ich gerade nicht. Ist sie New Atlantis? Hä? Wie ist denn die da hingespawnt?